Über 1000 Grünflächen in Wien werden automatisch bewässert. Andernfalls würden im Hochsommer viele Pflanzen vertrocknen. Aber wie funktioniert diese Art der Bewässerung in der Stadt? Franz Dürnsteiner hat sich Arbeiten dazu am Lieberberg angeschaut. Ecke Ettrichstraße, Swedelski-Straße bleibt kein Stein auf dem anderen. Auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern wurden die Betonplatten entfernt. Jetzt verlegen die Arbeiter 3 Kilometer Wasserschläuche für die nächtliche Tröpfchenbewässerung. Diese Punkte hier, diese Verdickungen, sind die Auslasslöcher für das Wasser. Pro Loch kommen in der Stunde etwa 4 Liter Wasser heraus. Das macht je nach Einstellung ungefähr 50 Liter in der Woche, die hier herauskommen am Quadratmeter. Junge Bäume benötigen deutlich mehr Wasser, rund 200 Liter in der Woche, im Hochsommer bis zu 400 Liter. Man sieht das schon den Unterschied, wenn man durch die Stadt durchfährt, dass Bäume, die bewässert werden, speziell im Sommer wesentlich grüner sind, besser wachsen und wesentlich vitaler sind. Je nach Hitze und Regen kann die Bewässerungsanlage, wie hier in der Bernagasse im 7. Bezirk, mittels App für jede Grünfläche extra gesteuert werden. Wir haben doch eine Vielzahl an neuen Bäumen und die händisch gießen wäre ein irrer Aufwand. Und mit der automatischen Bewässerung kann der Personaleinsatz hier reduziert werden. Ob Tröpfchen- oder Einzelbewässerung der Bäume, die verlegten Wasserschläuche ziehen Vandalen magisch an. Die Tropfrohre, die im Boden verlaufen, werden fallweise aus dem Boden herausgerissen. Sprüher, die aus dem Boden ausfahren, werden abgetreten. Und das verursacht natürlich einiges an Aufwand. Im Kampf gegen den Klimawandel setzen die Wiener Stadtgärten auf hitzeresistente Pflanzen. Statt Erde wird Kies über die Mulchschicht gelegt, was nicht allen gefällt. Doch der Kies hält die Feuchtigkeit länger im Boden und Unkraut hat es schwer. Bei gut abgestimmter Tröpfchenbewässerung werden die Grünstreifen rasch grün. Und das sei doch das Ziel, sagen die Verantwortlichen. Die Arbeiter mit ihren Maschinen ziehen bald weiter. Gut 100 Flächen werden heuer in Wien noch entsiegelt.